Die meisten großen Umbrüche hängen auch mit technischen Neuerungen zusammen. Zum Beispiel profitierte Martin Luthers Reformation von der Erfindung des Buchdrucks. Und in der Malerei, da waren es die industriell gefertigten Farben in Tuben. Diese Erfindung machte die Künstler mobil. Sie zogen dann in die Natur und fingen dort das Licht in ihren Bildern ein. Der Impressionismus entstand. Und beim Impressionismus denkt man natürlich als erstes an Frankreich. Dabei gibt es auch einen großen Schatz deutscher Impressionisten. Ein in großen Teilen unbekannter Schatz. Die Kunsthalle Bielefeld hat ihn gehoben und Ute Pauling hat ihn sich angeschaut. Wer kennt sie schon, die deutschen Impressionisten? So ganz anders als die französischen. Lesser Uri machte gern die Nacht zum Motiv. Regen blinzelt in den Pfützen. Typisch, das deutsche Wetter beherrscht die Stimmung. Mit Erfindung der Tubenfarbe gingen auch die deutschen Maler ins Freie. Aber sie sind vielseitiger als die Kollegen an der Szene. Alltagsszenen wie Biergärten sind beliebte Motive. In allen Regionen wurde gemalt, anders als die Franzosen mit viel Lokalkolorit. Die große Überraschung ist eigentlich, wie wenig wir wirklich wissen über den deutschen Impressionismus. Wir wissen eigentlich kaum, welche Städte eine Rolle gespielt haben. Und wir haben Künstler ganz neu entdeckt. Fast nicht zu halten, mit welchem Schwung Heinrich von Zügel die akademische Malweise unterlief. Rinnsteinkunst, schimpfte Kaiser Wilhelm, ahnte nicht, dass er die Maler damit nur ermutigte. Es sind zum großen Teil Bilder aus der zweiten Reihe oder wie wir Fachleute sagen, aus dem Depot. Max Liebermann ist sehr bekannt, Lovis Corinth ist sehr bekannt, Max Lehvogt auch noch. Aber wer zum Beispiel kennt Maria Slavona? Maria Slavona hatte 16 Jahre in Paris gelebt. Sie malte wie die Franzosen, luftig, leicht. Max Liebermann dagegen ganz deutsch. Leicht bedeckt, aber mit einem Schuss Gemütlichkeit. Die deutschen Maler bleiben eben sehr viel kompakter. Die Farbe bleibt ein bisschen schwerer. Die Form bleibt deutlicher im Bild bestehen. Und dafür bleibt aber der deutsche Impressionismus individueller. Zum Beispiel Otto Reininger. Neben Liebermann und Corinths Werken gibt es auch ganz ungewöhnliche Tierporträts von Thomas Herbst oder Albert Weisgerbers Tochter im Garten mit Hund. Pardon, Hund von hinten. Rund 30 bisher unbekannt gebliebene Künstler sind wiederentdeckt. Eine Sensation, auch für den Kunstmarkt. Vor gut 100 Jahren wirkte ihre unkonventionelle Malweise wie eine sanfte Revolution. Der deutsche Impressionismus gilt als der Beginn der modernen Malerei. Und diese Ausstellung ist in der Kunsthalle Bielefeld ab Sonntag zu sehen. Über Großbritannien gingen die heftigsten Regenfälle seit Menschengedenken nieder. Im Nordwesten traten innerhalb kürzester Zeit Bäche und Flüsse über die Ufer. Fast 1000 Häuser wurden überflutet und mehr als 200 Menschen mussten von Bergungsmannschaften mit Schlauchbooten und Hubschraubern aus ihren Häusern geborgen werden. Ein Polizist kam beim Einsturz einer Brücke ums Leben. Nun, solche Güsse, die stehen in Deutschland zwar nicht bevor, aber mit unserem Frühlingstag mitten im Herbst, damit ist es vorbei.